Zur Ultraschallgeführten Katheterisierung der Arteria radialis wird ein Linearschallkopf im vaskulären Untersuchungsmodus transversal positioniert. Der Patient befindet sich in Rückenlage. Der Arm ist um 45 Grad abgespreizt und nach außen gedreht. Die Handwurzel wird durch Platzieren einer kleinen Rolle unter der Handwurzelfalte ausgestreckt. Der Schallkopf wird direkt proximal zur Handwurzelfalte transversal positioniert. Die Orientierungsmarkierung weist zur rechten Seite des Patienten. Die Arteria radialis ist oberflächlich und als dunkle anechogene, runde pulsatile Struktur lateral zur Handwurzel inmitten statischen, echodichten Materials zu sehen. Neben der Arteria radialis sind häufig kleine, venöse Gefäße zu sehen, die durch sanften Schallkopfdruck komprimiert werden können. Der Radius ist als anechogene dunkle Struktur etwa 1 cm unterhalb der Arteria radialis zu erkennen. Der Schallkopf wird so ausgerichtet, dass er über der Arterie zentriert ist und bei Nadeleintritt langsam in die Richtung der vorgeführten Nadel bewegt wird. Die Nadel erscheint als kleiner heller Punkt. Wenn die Nadelspitze sichtbar wird, sollte der Schallkopf distal etwas vorgeschoben werden, um der Spitze des Nadelpfads zu folgen und vor der Nadelspitze zu bleiben. Die Nadel wird unter direkter Ultraschallsicht langsam vorgeschoben, bis zu sehen ist, wie die Spitze die Arteria radialis punktiert. Der Schallkopf sollte proximal und distal geringfügig verschoben werden, um zu kontrollieren, ob die Nadelspitze im mittleren Teil der Arterie liegt.